Die Raumfahrt-News sind unter 60 Sekunden. SpaceX baut nackte Spezial-Starships und gibt Ausblick auf Kosten. Erste Aufnahme der neuen Mondanzüge für die NASA. Raketen-Startup Relativity erhält Genehmigung für Erststart und plant für 8. März einen Livestream. Jared Isaacman nennt Details zu seinem Polaris Dawn-Rekordflug mit SpaceX und dem ersten privaten Weltraumaußeneinsatz. Erster Flug mit Crew, Boeing Starliner-Flug laut NASA im April. SpaceX, technische Probleme verzögern Start von Crew 6 und großes Sitzetauschen auf der ISS durch Soyuz-Zwischenfall. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Wegestarter Raumfahrt-News. Das Video heute wird von FlexiSpot gesponsert. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Donnerstag ist von Xichang aus ein chinesischer Langer Marsch 3B gestartet. Das Aussetzen der Nutzlast mit Chinasat 26 war erfolgreich. Startzeit war 12.49 Uhr MEZ. Am Freitagmorgen ist nun doch endlich die unbemannte Ersatz-Soyuz MS-23 gestartet. Statt Sitze und Crew befördert sie Fracht. Auf der ISS werden dann die Sitze von der leckgeschlagenen Soyuz MS-22 in die Soyuz MS-23 eingebaut. Gestartet wurde sie mit einer Soyuz 2.1A von Kosmodrom Baikonur in Kasachstan aus und die Startzeit war 1.24 Uhr MEZ. Auch am Freitagmorgen hat die China Aerospace Science and Technology Corporation von Jingquan aus eine Langer Marsch 2C gestartet. An Bord war der Satellit Horus 1 für einen nicht bekannten Kunden. Startzeit war 5.01 Uhr MEZ. Ich hatte schon darüber berichtet, dass für die amerikanische Mondlandung von Artemis 3 eigentlich noch nichts annähernd fertig ist. Ja, kein HLS Starship für die Landung und auch keine Raumanzüge für die Außenbordeinsätze auf der Mondoberfläche. Die NASA hatte ihr eigenes Raumanzugprogramm, um den XEMU nach Jahren der Entwicklung und Budgetüberschreitung an zwei Privatfirmen abgegeben. Axiom wird einen Raumanzug für Arbeiten an der Raumstation entwickeln und als Service an die NASA verkaufen. Ja, und Collins Aerospace wird einen Raumanzug speziell für die Anforderungen einer Mondlandung entwickeln. Collins Aerospace hat nun über Instagram ein Video ihres Raumanzugs gezeigt, noch mit Versorgungsleitung. Ja, die Lebensversorgung auf dem Rücken ist vermutlich also noch ein Dummy. Aber von der Beweglichkeit her sieht es so aus, als wäre es ein großer Schritt weiter oder eine große Verbesserung zu den Apollo-Anzügen. Natürlich nur, wenn diese Aufnahmen mit Innendruck erfolgt sind. Das ist ja bei der Beweglichkeit von Raumanzügen mit die größte Herausforderung. Aber nicht nur Collins und Axiom entwickeln Raumanzüge. Unabhängig von der NASA entwickelt SpaceX auf eigene Kosten einen Raumanzug, der noch dieses Jahr von einer Crew im Orbit getestet werden soll. Das bringt uns zur SpaceX-Mission Polaris Dawn. Auf der Spacecom Expo hat diese Woche Milliardär Jared Isaacman neue Details zu seiner mit SpaceX gebuchten zweiten Crew Dragon Mission bekannt gegeben. Die vor einem Jahr, eigentlich für Ende 2022 angekündigte Mission, ja, mit zwei SpaceX-Mitarbeiterinnen, Sarah Gillis und Anna Mannen, und dem ehemaligen Kampfpiloten und langjährigen Freund von Jared Isaacman, Scott Petit, soll den ersten privaten Außenbordeinsatz durchführen. Eine Fähigkeit, die bisher ja nur von Russland, den USA und China demonstriert wurde. Da der Crew Dragon nicht über eine Luftschleuse verfügt, wird der Druck der gesamten Kapsel abgesenkt oder ausgelassen. Nacheinander würden dann alle vier Crew-Teilnehmer in Zweierteams aussteigen. Die Anzüge, die SpaceX dafür entwickelt, basieren auf den aktuellen Druckanzügen von SpaceX, denen aber viele Features eines wirklichen EVA-Anzugs fehlen. Dazu gehören die thermische Isolierung, der Schutz vor Mikrometeoriten und zusätzliche Redundanz. Im Prinzip ist ja so ein EVA-Anzug ein Ein-Mann-Raumschiff, selbst wenn er noch an der Versorgungsleine und Sicherungsleine jetzt hängt wie bei Polaris Dawn. Diese Fähigkeiten sind hochkomplex und vor allem sehr, sehr teuer. Genau das möchte SpaceX ändern. Isaacman sagte dazu, aus der Sicht von SpaceX ist es sehr, sehr wichtig, Anzüge zu bauen, die nicht viel Geld kosten, im Gegensatz zu den aktuellen Designs von Anzügen und die eines Tages für Hunderte oder Tausende von Menschen in Massenproduktion hergestellt werden können. Polaris Dawn oder dieser Ausstieg und das gesamte Missionsprofil erinnern sehr, sehr stark an das Gemini-Programm, das als Zwischenschritt zum Apollo-Programm ja viele neue Fähigkeiten erprobt hat. So soll auf diesem Flug beispielsweise mit 1400 Kilometern der am weitesten von der Erde entfernte Punkt für einen Menschen seit dem Apollo-Programm erreicht werden. Was SpaceX damit Polaris Dawn vorhat, klingt für mich richtig krass nach Science Fiction, ist aber laut Jared Isaacman nur noch wenige Monate von einem Start entfernt. Ich habe es hier auf dem Kanal ja schon ein paar Mal gesagt, für mich entwickelt sich SpaceX immer mehr von einem Dienstleister zu einer privaten Raumfahrtagentur.
ob Jared Isaacman als wohlhabender und abenteuerlustiger Mensch das alles einfach finanziert, um sich mit ein paar Firsts ins Geschichtsbuch zu schreiben, oder es zukünftig auf die private Astronautenausbildung, ja, und andere Dienstleistungen abgesehen hat. Ja, das muss ich noch zeigen. Zur Erinnerung, eine seiner Firmen bietet die Bereitstellung von Kampfjets für Trainingsflüge als Dienstleistung, zum Beispiel für das US-Militär, an. Dass die Kommerzialisierung der Raumfahrt nicht allen gefällt, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Was wir definitiv öfter sehen werden, das ist das Product Placement. Ich hatte letzte Woche bereits darüber berichtet, dass der Polaris Dawn-Flug ja zum Beispiel Autouhren der amerikanischen Marke Garmin nutzt. Apropos Product Placement. Wie eingangs erwähnt, wird das Video heute von FlexiSpot gesponsert. Ein Werbepartner, der sehr gut zu mir passt, denn ich bin großer Freund des Arbeitens im Stehen. Sitzen ist ja bekanntlich das neue Rauchen. Ja, ich arbeite so oft es geht im Stehen, da perfekt für mich der höhenverstellbare Schreibtisch E7 von FlexiSpot. Denn nicht nur höher und tiefer stellen geht elektrisch, sondern mit 38 mm pro Sekunde auch schön zackig. Ich hatte vorher einen Schreibtisch mit Kurbel, auch wenn ich mir das nicht eingestehen wollte, mit automatischer Höhenverstellung ist das schon etwas anderes. Ich kann ab sofort meine ideale Sitz- und Stehhöhe herausfinden und dann mit einem Druck der Memory-Taste speichern. Drücke ich jetzt auf Sitzen oder Stehen, wird die gewünschte Höhe automatisch und zügig angefahren. Aber nicht nur einfach wuchtig schnell, sondern weich verzögernd, kurz vor Erreichen der Wunschhöhe. Träumchen. Insgesamt gibt es 4 Schnellwahl-Speicherplätze, also wenn ihr zum Beispiel wie ich eine besondere Höhe für Aufzeichnungen oder Livestreams nutzt, könnt ihr auch das abspeichern. Der Aufbau war dank der hervorragenden Anleitung selbsterklärend und da muss ich echt nochmal ein Lob aussprechen. Hab ja als Entwicklungsingenieur auch Bedienungsanleitungen geschrieben und da weiß man eine sachlich präzise Aufbau- und Bedienungsanleitung einfach zu schätzen. Ihr merkt schon, den FlexiSpot E7 Schreibtisch, den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Link zu FlexiSpot findet ihr unter dem Video. Kerbal Space Program 2 ist am Freitag im Early Access erschienen. Ich habe es natürlich sofort gekauft und abends mit Eneas live gespielt. Hat super Spaß gemacht, aber Early Access ist definitiv richtig. Noch ist das Spiel nicht fertig und wer die Erfahrung eines Vollpreisspiels erwartet, sollte noch etwas warten. Einen ausführlichen Test liefere ich euch nach, sobald ich ein paar Stunden mehr auf der Uhr habe. Ein weiteres Raketenstartup steht kurz vor seinem Erstflug. Relativity Space hat die Woche angekündigt, dass der Jungfernflug seiner Terran 1 Rakete, nun, da man eine Starterlaubnis der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA habe, am 8. März erfolgen soll. Ja, und für uns Space Nerds total spannend, dass die Firma diesen ersten wichtigen Start auch live streamen möchte. Das finde ich echt klasse. Vielen, vielen Dank im Voraus für die Transparenz. Selbst bei den großen etablierten Playern ist man bei einem Erststart einer Rakete immer ein bisschen nervös, weil egal wie genau man gerechnet hat oder was man alles bedenkt, die Realität dann doch etwas anders aussieht als das, was man am Computer sich überlegt hat. Ich muss gestehen, ich habe Relativity hier auf dem Kanal sträflichst bisher vernachlässigt, auch weil ich in meiner YouTuber-Navität den 3D-Druck von ganzen Raketen für eigentlich nicht so eine besonders gute Idee hielt. Die Geometrie der Struktur von Wegwerfraketen, die ist ja dann doch sehr einfach und mir hat sich ein Vorteil des 3D-Drucks bei diesen Geometrien einfach nicht erschlossen. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Der Markt, der ist jedoch offensichtlich sehr von Relativity überzeugt. Nach mehreren Finanzierungsrunden wurde das Unternehmen mit 4,2 Milliarden US-Dollar bewertet und verfügt dadurch über ein Budget von über 1,3 Milliarden US-Dollar. Das ist in etwa so viel wie der jährliche ESA-Beitrag von Deutschland. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Auftragsbestand von 20 Starts mit einem Gesamtwert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Kunden für diese Aufträge, die sind beispielsweise OneWeb, die ihre Internetsatelliten der nächsten Generation, also der zweiten Generation, mit der nächsten Rakete tatsächlich von Relativity starten möchten. Zur nächsten Generation von Raketen von Relativity kommen wir gleich. Während die Terran 1 mit grob 1,2 Tonnen in den LEO für den kleinen Satellitenmarkt konzipiert ist, wird die nächste Rakete von Relativity die vollständig wiederverwendbare Terran R. Ja, und hier könnte sich dann der 3D-Druck dann doch wirklich auszahlen, weil man erstens schnell und flexibel Prototypen produzieren und zweitens auch die Produktionskosten über mehrere Flüge ja abschreiben könnte. So könnte ein geometrisch komplexes Design, was man vielleicht für die Wiederverwendbarkeit braucht und die Fertigungsverfahren dafür, auf die Dauer sich als doch Wettbewerbsvorteil herausstellen. Ich sehe schon, ich muss da glaube ich mal eine Technik-Episode drüber machen, um voll ins Thema einzusteigen. Und dann können wir das ja zusammen diskutieren, ob sich das lohnt. Ansonsten schreib mir noch gerne in den Kommentaren, was du denkst. Die nächste Rakete von ULA, die nagelneue Vulcan, steht auch kurz vor einem Erstflug. Interessant, dass ULA-CEO Terry Bruno weiter sagte, man wolle bereits nächstes Jahr eine Startkadenz von durchschnittlich alle 2 Wochen einen Flug erreichen. Laut Terry Bruno planen sie aktuell mit einem Vulcan-Erstflug am 4. Mai, also May the 4th, schönes Datum, der Star-Wars-Tag,
Beim Erstflug kann sich aber das Startdatum natürlich noch verschieben. Vor allem, weil eine noch wichtigere Rakete oder ein noch wichtigerer Flug mit ULA ansteht. Wenn auch mit einer alten Rakete. Und das bringt uns zu den ISS-News. Ja, für Crewflüge ist aktuell nämlich nur die Atlas V von ULA zugelassen. Auch wenn sie noch nie Menschen befördert hat. Das wird sich jedoch zeitnah ändern, denn die Vorbereitungen für den ersten Crewflug des Boeing Starliners zur internationalen Raumstation verlaufen nach wie vor planmäßig. Der Start soll Mitte bis Ende April erfolgen, teilte nun die NASA mit. Neben der Nervosität und Achtsamkeit vielleicht, die der erste Flug mit Menschen dann bringen wird, bedeutet das große Verkehrsaufkommen an der ISS eine organisatorische Herausforderung für die Starliner-Mission. Ja, die Crew-6-Mission von SpaceX, die soll jetzt am 27. Februar starten. Das Crew-5-Dragon-Raumschiff, das würde am 5. März herum abdocken. Ja, und diese Andockstelle, die wird dann voraussichtlich am 12. März von einer SpaceX-Cargo-Dragon-Frachtmission genutzt. Erst wenn die dann von einem der beiden internationalen Docking-Adapter abdockt, hat man wieder Platz für den Starliner frei. Ja, zu viele amerikanische Raumschiffe. Nach einer langen Durststrecke der amerikanischen Raumfahrt nach der Shuttle-Ära ein echtes Luxusproblem. Der beschädigte russische Frachter Progress MS-21 hatte seine Feuerbestattung. Am 18. Februar um 3.26 Uhr MEZ dockte er planmäßig und erfolgreich von der ISS ab. Diese unbemannte Progress-Frachtkapsel, die übrigens ohne Hitzeschild ausgestattet ist, erlitt ja eine Woche zuvor, wir hatten berichtet, ein Leck im Kühlkreislauf, ganz ähnlich wie im Dezember die Soyuz MS-22. Um ein besseres Verständnis zu bekommen, wie es denn zu dem Leck kam, wurde beim Abdock-Prozess von der üblichen Prozedur abgewichen. Ja, und die Kapsel, nachdem sie einige Meter von der ISS weggeflogen war, vom automatischen Modus in den manuellen ferngesteuerten Modus geschaltet. Damit konnten die Kosmonauten von der ISS aus die Progress-Kapsel fernsteuern. In diesem Modus haben die Kosmonauten dann die Kapsel in unterschiedliche Lagen gedreht, sodass mit externen Kameras von der ISS aus Fotos von allen Seiten aufgenommen werden konnte. Ja, mit dieser Prozedur entstanden dann Bilder vom Leck, die Roskosmos ja mittlerweile veröffentlicht hat. Diese Aufnahmen zeigen, dass die Stelle sehr ähnlich der Stelle an der Soyuz MS-22 ist. Das Loch in der Progress hat laut Roskosmos allerdings nur 12 mm Durchmesser, während das an der Soyuz nur 0,8 mm hat. Durch das viel größere Loch entwich die Kühlflüssigkeit wohl ziemlich schlagartig. Genau deshalb gab es beim ungewollten Ablassen des Kühlmittels der Progress keinen langanhaltenden Schneesturm, wie wir den bei der Soyuz gesehen haben. Und das auch noch live, weil es ja kurz vor einer EVA war. Kein beruhigender Umstand, der nun von Roskosmos und NASA untersucht werden soll. Die gerade leer gestartete Ersatz-Soyuz MS-23 sollte am Sonntagmorgen, wenn die News dann erscheinen, übrigens am gleichen Dockingport wie die leckgeschlagene und nun verglühte Progress-Frachtkapsel gedockt haben. Nach dem Andocken der Ersatz-Soyuz werden die zwei Kosmonauten, deren Soyuz-Sitze sich ja immer noch in der kaputten Soyuz MS-22 befinden, sowie der US-amerikanische Frank Rubio, dessen Soyuz-Sitz zeitweise in der Crew-5 Dragon verbaut wurde, ihre jeweiligen Soyuz-Sitze in diese neue Soyuz einbauen. Zu diesem Zeitpunkt werden dann alle Besatzungsmitglieder der ISS wieder eine sichere Rettungskapsel für den Notfall haben. Aber im Nachspiel hat das Ganze trotzdem noch. Die zwei Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dmitri Petelin sowie NASA-Astronaut Frank Rubio müssen jedoch noch bis zum September, also 6 Monate länger als ursprünglich geplant, auf der ISS bleiben, bis die nächste Soyuz-Crew diese dann ablöst. Vorher ist leider keine Soyuz-Kapsel flugbereit, um diese Crew abzulösen. Soyuz-Sitze, ein extrem spannendes Thema. Dazu wird es dann nächste Woche ein Technik-Video von mir geben. Am Dienstag, den 21. Februar, wurde die Crew-6-Crew, bestehend aus den NASA-Astronauten Steve Bowen und Woody Hoberg sowie Emirate-Astronaut Sultan Al-Neyadi und Roskosmos-Kosmonaut Andrei Fedayev, mit einer Gulfstream 5 von Johnson Space Center in Houston zum Kennedy Space Center in Florida geflogen. Die vier stehen ganz kurz vor dem Start mit Crew 6. Der Start der Crew 6-Besatzung in einer Crew Dragon 2 ISS musste wegen offener Punkte bei der Flugtauglichkeit des Gefährts verschoben werden, aber nur leicht. Aktueller Starttermin ist jetzt Montagmorgen, der 27. Februar. Als Grund gab man auf der NASA-Pressekonferenz an, ja, SpaceX habe mehr Zeit benötigt, um die Kapsel startbereit zu machen. So musste das thermische Verhalten von Halterungspanelen an der Dragon nochmal genauer untersucht werden. Ebenfalls wurden die Faserverbund-Helium-Tanks in den Sauerstofftanks der Falcon 9 nochmals untersucht. Hier schaut man mit Sicherheit ganz genau hin. Der einzige Fehlstart einer Falcon 9 von SpaceX hatte ja ein Problem mit so einem Tank in der Erststufe. Weiter gab es eine ungewollte Verbrennung in der Triebwerkssektion der Falcon 9 eines kürzlich erfolgten Starlink-Starts. Dieser Booster, der sich im Hangar vom
Kennedy Space Center befindet, musste untersucht werden. Während dieser Booster zum 12. Mal geflogen ist, wird bei Crew-6 nagelneuer Booster zum ersten Mal eingesetzt. Ich muss ja sagen, ich würde mich wohl eher in eine Falcon 9 mit bereits geflogenem Booster setzen. Wie siehst du das? Was klingt für dich sicherer? Flight-proven oder brand-new? Schreib mir doch gerne unten in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank an Ian, der die Pressekonferenz und die ISS-News zusammengetragen hat. Kommen wir zu den Starship-News und Boca Chica. Wie das wachsame Auge, aber noch viel wichtiger, die hervorragende Kamera von What About It-Fotograf Chief festgehalten hat, wurden sowohl Ship 24 als auch Ship 27 ohne Steuerklappen und Hitzeschild ausgeführt. Wer sich das im Detail anschauen möchte, dem empfehle ich, Felix auf Twitter zu folgen. Da gibt es eine 200-Megapixel-Version. Sehr, sehr beeindruckend. Aber was möchte SpaceX jetzt mit diesen nackten Starships? Ist das jetzt wirklich die Aufgabe von der vollständigen Wiederverwendung und der erste Schritt zu einer relativ konventionellen Oberstufe? Ja, weitere Möglichkeiten wären sogenannte Boilerplate-Dummies, also die nicht als richtige Raketen ausgeführt sind, sondern die nur zur Simulation des Gewichts auf einem Booster fliegen sollen. Auch das HLS Starship für die NASA hat kein Hitzeschild und keine Flaps. Ja, und vielleicht möchte man hier erste Prototypen bauen, die man dann der NASA zeigen kann. Auch könnte es sich bei diesem Design um Tanker- oder Treibstoffdepot-Designs handeln. Alles nur Spekulation, aber doch hochspannend. Die Tanker-Hypothese wird gestützt von einer SpaceX-Aussage auf einer Podiumsdiskussion von Gary Henry im Rahmen der Space Mobility Konferenz. Dort sagte Henry, durch die Starship-Tankerflüge in den Orbit werden in den nächsten ein, zwei Jahren eine Menge an Flügen zum Üben des Wiedereintritts zur Verfügung stehen. Was auch ein bisschen zeigt, dass man zum Thema Wiedereintritt auch bei SpaceX noch viele Verbesserungspotenziale sieht. Trotzdem bleibt die vollständige Wiederverwendung für die Starship-Entwicklung das Ziel. Henry spricht davon, dass man die bereits dramatisch gefallenen Kosten von derzeit etwa 2000 US-Dollar pro Kilogramm auf 200 US-Dollar pro Kilogramm senken wird. Langfristig könnten die Kosten sogar noch weiter sinken, sogar bis zu dem Punkt, an dem der Treibstoff der größte Faktor bei so einem Start ist. Ja, ähnlich wie bei Verkehrsflugzeugen. Henry sagte auch, wenn Elon Musk seinen Willen bekommen würde, dann werden es sogar 20 US-Dollar pro Kilogramm werden. Das wäre schon wirklich verrückt. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, ich lehne mich da nochmal weit aus dem Fenster. Näher dran als der erste Orbitalflugversuch des Starships sind noch die Starts der kommenden Woche. Am Sonntagabend des 26. Februars möchte SpaceX mit seiner Falcon 9 eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten starten. Startplatz ist Cape Canaveral und Startzeit 19.36 Uhr MEZ. Ja, und damit hervorragend für einen Livestream hier im europäischen Raum. Meine Elternzeit, die nähert sich langsam dem Ende und ich muss langsam mal wieder ins Stream reinkommen. Ich werde es versuchen, kann es aber noch nicht versprechen. Mit Sicherheit Livestream werde ich den Crew-6-Start der NASA mit SpaceX. Der ist für Montagmorgen, den 27. Februar geplant. Startplatz natürlich Pad 39A im Kennedy Space Center in Florida und die Startzeit 7.45 Uhr MEZ. Ja, bei Starts zur ISS, da kann man ja seine Uhr nachstellen. Dementsprechend werde ich auch Punkt 8.10 Uhr den Stream beenden, denn ich muss den Kleinen noch in die Kita bringen. Am frühen Dienstagmorgen, den 28. Februar, wird Mitsubishi Heavy Industries um 2.37 Uhr MEZ erneut versuchen, seine nagelneue H3-Rakete auf ihren Jungfernflug zu schicken. Während der automatischen Countdown-Sequenz des letzten Versuchs der Rakete hatte der Flugcomputer einen Fehler oder einen falschen Wert festgestellt. Obwohl die beiden Haupttriebwerke bereits liefen, wurde der Start dann abgebrochen und kein Zündsignal an die beiden Feststoffbooster gegeben. Der Grund für den Abbruch wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Wir drücken die Daumen für den zweiten Versuch dann nächste Woche. Am Mittwoch, den 1. März, plant SpaceX den dritten Falcon 9-Flug für die Firma OneWeb mit Internetsatelliten. Geplante Startzeit ist mit 20.44 Uhr MEZ hervorragend für uns in Europa und damit werde ich das natürlich streamen. Startplatz ist Cape Canaveral in Florida. Dir hat's wieder gefallen? Like nicht vergessen, du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren, denn nur auf Senkrechtstarter gibt's ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketen funktioniert. Ich kann's kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Dann unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn's dir genauso geht, like nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Moro.